Was geht ab, Leute? Hier? Jetzt treffen wir uns jetzt mit einer Kollegin. Nochmal tauschen. Hafi-Beatles können wir uns nochmal abstauben. Aber ich glaube nicht, dass wir noch einen Shiny bekommen. Ansonsten natürlich Sengo-Shiny. Den müssen wir bekommen. Ich habe ein 7er Ei. Vielleicht ist es ein altes vom Event noch. Vielleicht ist es ein neues. Es ist egal, es ist unwichtig und schlecht. Okay, Leute, wir schauen mal. Wir schauen mal. Nicht überraschend. Und? Okay. Oh, das könnte der schlechteste bisher sein. Und? Ich glaube, wir haben unser Glück in letzter Zeit verbraucht. Das war zu heftig in letzter Zeit. Aber vielleicht finde ich noch ein Tröpfchen. So einen ganz kleinen Tropfen. So richtig rausquetschen. Aber jetzt gerade nicht. Nächste Runde. Leider nicht, ne? Ich muss wieder auf meinen Stapel aufpassen. Wir haben gerade ziemlich viele Requests. Viertletzter Versuch. Ne, eine Runde noch. Drei Versuche. Die letzten Versuche, Leute. Ich glaube wahrscheinlich auch für das ganze Event. Die letzten drei Versuche. Die letzten zwei Versuche, meinte ich. Letzte Versuch. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Schade. Wir haben einen Option. Gut, über 1000 Bonbons. Und leider nicht gut genug. Labgas, brauche ich noch 10 Geschenke. Oder noch ein paar, also ich habe ein paar im Beutel, aber reicht noch nicht ganz. Schaut mal, Leute. Mit Ansage Shiny. Spaß, ich habe den schon angeklickt. Shiny Spoing. Weiterhin nicht das Shiny, was wir sehen wollen. Von dem habe ich sogar drei oder vier schon. Aber ey, nimmt man trotzdem gerne mit. Falls er drin bleibt. Er bleibt drin. Yay! Shiny des Tages. Spoink. Action Time, Leute. Wir holen die drei Kösser. 11, 31, wollen wir sehen. 11, 16, nein. 17, nein. Aber wir steigern uns. 1091, leider auch nein. Ich habe hier erstmal Sengo Shiny Check. Nee, leider nicht. Es wird knapp, nur noch morgen. Natürlich ist er Shiny danach immer noch verfügbar, aber spawnt dann seltener. Zufällig dreimal die. Weißt du? Ich habe seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall dreimal hintereinander, nebeneinander die Quest. Nämlich 256 war doch ein 100er. Ich hab zwar schon einen, aber schon nice. Schon nice. Ja, aber kein Shiny mit dabei. Den hätte ich noch gebraucht. Nicht den 100er. Und von Lapras hätte ich den 100er gebraucht. Nicht von dem. Ah, alles verkehrt hier. Wir holen wieder ein paar Lapras ab, Leute. Schauen wir mal. Aber heute auch sehr mau die Ausbeute. 85. Oh Gott, ey. Wir wollen doch nur 100er Nocturne, 100er Lapras, Shiny Sengo, Shiny Vipitas, irgendwas. Natürlich eigentlich alles davon, aber irgendwas erstmal. Nächste Runde, Leute. Und auch die letzte für heute. Ich hole zwar noch drei, aber die kann ich heute wahrscheinlich nicht mehr erfüllen. Nicht die Zahlen, die ich sehen will. 11, 31. 11, 31. 11, 13. Das sind die Zahlen, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Ich bin gerade auf dem Nachhauseweg und da fällt mir auf,
Wir haben noch gar nicht die Nocturne abgecheckt. So. Schauen wir doch mal. Nee. Warte, ich geh mal lieber auf Nocturne. So geht's schneller. Genau. So, der schon mal nicht. Digga, das ist nochmal ein 98er. Ist wieder 12. Der eine Wert. Ernsthaft? Wieder um einen Wert, aber diesmal hat er wenigstens Ange 15. Ein Zuschauer hat vorgeschlagen, ich sollte warten, weil Niantic ist verrückt. Vielleicht kommt irgendwann mal so ein Krypto-Event, Erlöst-Event, wo die zum Beispiel als Bonus plus 3 geben, anstatt plus 2 auf die Werte. Ich lasse es jetzt erstmal so. Wer weiß, man weiß nie, also. Schauen wir mal. Aber schon wieder 98, Digga. Dieser eine Wert. Oben, ein Wert runter. Wie viele wir seitdem gemacht haben. Aber gehen wir mal ein paar durch. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Oh! Oh nein! Digga. Es fehlt ein Wert. Da fehlt auch ein... Oh Mann. Das war gar nicht so schlecht. 98er. Digga, laber nicht, Mann. Also das nicht? Doch, der ist auch 98. Ne, der ist ein 96er. Das ist ein 98er. Nein, wir erlösen ihn einfach mal zum Spaß, aber... Oh, fuck. Ein Wert hat gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich wieder gemacht habe. Es fehlt wieder eins. Willst du mich verarschen? Nein! Alter, ganz kurz dachte ich, es reicht. Das ist doch 12 da unten. Fuck my life. Schon wieder 14. 15, 15. Also schon wieder 98er. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wir holen uns die Lapras-Köster. 3 Versuche haben wir noch. Und dann, heute hole ich nochmal 4-mal, also 12 Quests ab. Das sind dann die letzten Versuche, bis das Event endet. Heute 21 Uhr, wir sind wieder live und 22 Uhr endet das Event. Viel Bittes, damit haben wir abgeschlossen. Kein Shiny, aber ja, keine Chance mehr. Ja, das war's einfach. Aber wir haben auch keine Chance mehr, den zu bekommen. Also müssen wir warten, bis die irgendwann mal wieder switchen und rotieren. Weil alle, die es nicht wissen, die damals nicht gespielt hatten, wir hatten zuerst Pipitas und der hat dann einmal mit Sengo getauscht und seitdem hatten wir nur noch Sengo. Und ich denke, jetzt nach dem Event wird es auch eine Weile dauern, bis die irgendwann mal wieder switchen. Aber irgendwann werden die hoffentlich mal wieder switchen. So, wir holen uns Lapras ab. Deswegen ist es jetzt kein Problem, dass wir den nicht shiny bekommen haben. Wir kriegen nochmal irgendwann eine Chance. Nee, ist nicht das, was ich sehen will. Nicht das, was ich sehen will. Ja, mei. Was soll man machen? Ich bin übrigens am Samstag in Erfurt. Mac 2019. Ich war letztes Jahr dort. Es kommt noch eine Ankündigung. Ich versuche das jetzt in jedem Video noch am Ende kurz zu erwähnen, damit viele von euch Bescheid wissen. Also wer alles in der Nähe von Erfurt ist, kann gerne vorbeischauen. Ich werde da sein, nur Samstag. Ich fahre Samstag in der Früh hin und Samstag am Abend wieder zurück. Fahrt ist nur 2,5 Stunden oder so, also ist schon okay. Letztes Jahr war ich alle Tage dort, aber letztes Jahr ging es auch krass ab. Und dieses Jahr ist halt nur ein netter kleiner Bonus, aber keine Inkognito-Buchstaben, gar nichts. Also an sich, für alle, die weiter außerhalb wohnen, würde ich nicht extra hinfahren. Oder für alle, die sich nur für Pokémon Go interessieren und nicht für die Messe an sich, weil ich interessiere mich auch für die Messe an sich. Deswegen einen Tag vorbeischauen, chillen und dann ein bisschen Pokémon Go zocken, ein bisschen mit euch abhängen und dann wieder gehen. Ist, denke ich, in Ordnung, aber wie gesagt, eine Ankündigung kommt noch extra, damit alle Bescheid wissen und alle vorbeikommen können, die in der Nähe sind. Das war es erstmal von mir, Leute. Ich habe noch kein Shiny Sengo, das heißt, heute wird der gejagt. Heute Jagd auf Shiny Sengo. Shiny Bus muss wieder ranhalten, Bus 62, wir sehen uns im Bus heute, Leute. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check the shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.